Man soll nicht in Panik verfallen. Also natürlich soll man jetzt große Veranstaltungen meiden, wenn es geht, aber im Grunde genommen also ganz gelassen. Ja, ich sehe das eher gelassen. Ich versuche Abstand zu halten trotzdem. Gesundheitlich verunsichert mich das nicht. Aber beruflich schon und für die Wirtschaft und fürs ganze öffentliche Leben ist es schon eine Beeinträchtigung. Man traut sich nicht, die Kinder jetzt zu Hause zu betreuen, weil wir Angst haben, dass wir dann vielleicht betroffen sind, wenn die Kinder den Keim schon in sich haben und uns den vielleicht weitergeben. Also ich komme da mit gemischten Gefühlen, weil ich bin Abschlussklasse und dann tun halt in diesen 3 Wochen ziemlich viel Stoff fehlen. Man sollte nicht übertreiben, aber etwas Vorrat sollte man schon haben. Mit den Hamsterkäufen müsste eigentlich überhaupt nicht sein, weil die Geschäfte kommen nach mit dem ganzen Einräumen. Das bringt eigentlich überhaupt nichts. Ach nee, das ist übertrieben, würde ich denken. Ich meine, die Lebensmittelversorgung muss ja trotzdem funktionieren. Und wenn man sich da Haufen hortet zu Hause, also das sehe ich nicht ein, dass man das machen muss. Wir werden es merken, auf jeden Fall. Ja, wir merken schon jetzt auch, dass einige Fahrten, feste Fahrten abgesagt sind. Wir haben zum Beispiel Mebis, die haben dann auch die ganzen E-Mail-Adressen eingesammelt, damit sie da uns Blätter und Aufgaben machen können, dass wir die dann auch wieder in Lehrern zurückschicken können, dass sie gucken, wo unsere Probleme sind. Es wird vorbeigehen, auch die 18 und sonstigen Kurse werden wieder hochgehen, denke ich mal. Damit muss man einfach leben, fertig. Und es wird auch wieder vorbeigehen.